Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit Nettie und den Pilzen und mir. Und die sammle ich jetzt. Ich mag nämlich Pilz. Wo rennst du hin? Hallo. Die sind alle ein bisschen verrückt. Das kennen wir doch aus einem der Filme da drüben, ne? Ja, ja. Ja, Nettie, da du ja immer hier so rumdrängelst, kann ich mir hier nichts angucken wegen dir. Was ist hier los? Warum lernen wir immer nur die langweiligen Zaubertränke? Ja, weil du nichts kannst, deswegen. So wie ich Sharp kenne. Weil du ein Verrückter. Hast du dich schon eingewöhnt? Ja, ja, lange schon. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Ja, ja, alles ja. Alles war so. Das lag an dir. Ja, ja. Neu und fremd. Nö, für mich nicht. Ich gewöhne mich langsam ein. Oh. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat. Aber hier ist es auch schön. Auch schön, ne? Das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ja, ja. Oh, Moment, Moment, Nettie. Ich bin der Katzenfreund. Nein, es geht. Ja, du feines Miezi. Na, jo. So, was gibt's denn hier noch? So viele kleine Schmetterlinge. So, lauf, 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 lauf. Moment. Das hat jemand wirklich... Du hast doch... Knuddelmuffse. Ich will ein Knuddelmuff haben. Knuddelmuff. Levioso. Komm her, Knuddel. Knuddelmuff, komm her. Komm her. Komm sie her. Komm zu Daddy. Wie sammle ich euch? Kann ich euch so mitnehmen? Ich will einen Knuddelmuff. Bestimmt später. Pilzchen. Lecker fliehen, Pilze. Was? Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht so etwas mitgenommen aus. Ja, ja, der ist gerade angekommen. Der war mitgenommen, ist jetzt aber da, also angekommen. Hallo, ja? Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut Lumos. Mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren. Was? Und warum? Wegrennen. Warum? Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist, hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Protego! Viel Glück Ihnen beiden. Ja, dann hau halt ab, du feiger Typ. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Okay. Geh mal jetzt endlich mal dahin jetzt. Ich will hier einen Zauberstab. Ich will Besen, ich will eine Kehrschaufel und... Wir sind fast da. Oh ja. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Erwähntest du bereits. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so, wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Natti. Ja, ja, du bist die beste, Natti. Macht mal Platz hier, Natti muss durch. Moment, gehen Sie bitte beiseite. Grüß Gott. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Ja, für da, Butterbier da muss man Kneipe? Die drei Besen. Und im Honigtopf. Reparo. Alle Süßigkeiten. Nee, warte, warte. Levioso. Oh, Lumos. Lieblingsladen. Warte mal. Die vier was. Moment. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Moment, ich brauche erstmal eine Katze. Etwas, das ich in Hogwarts gelernt habe. Kitty, 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 kitty. So, Butterbier, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten doch einen saufen. Ja. Als es mir lieb wäre. Robust, so sollte ein Kessel sein. Wenn ich noch einmal verrücken wollen würde. Ich kenne keine Fälle, in denen ein Kessel hätte verrückt werden müssen. Doch, doch, doch. Ständig und gelegentlich. Warte mal, bis du mich in der Küche siehst. Dafür müsste ich den Kessel verrücken. Was war denn? Oh, verstehe. Pinocchio. Oder vielleicht gibt es ja einen mit genau passendem Gewicht. Ich überlege, ob ich mir die bei Carrotman ansehe.
Was ist hier Schönes drin? Grüß Gott. Oh. Aha. Was ist das hier? Ein geheimes Zauberbuch? Oh, Entschuldigung, ich war es nicht, ich war es nicht. Ich kann es wieder ganz machen. Gar kein Problem. Ist da die geheime Abteilung? Hm? Top, top. Da ist was. Da schaut er da. Du bist der Nachtwächter? Okay. Da klingelt doch immer irgendwas. Da hinten. 45 Gold. Ja, damit. Das ist meine. Hab ich was gemacht? Ja. Ich habe was abgeschlossen, Leute. Ich muss mal gucken, was das war. Öffne dich. Oh, hier. Schau dir das mal an. Oh. Eine Zutat, die häufig zum Wirken von Beschwörungsmagie genutzt wird. Man findet sie überall. Ich brauche Butterbier. Blutegelsaft. Wäh. Ich mag keinen Blutegelsaft. Da ist was passiert. Wird besser? Nö. Das sieht ja hässlich aus. Nee, das wollen wir nicht. Lalalalalala. Da war was. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Diese verzauberte Treppe im Laden, Wälzer und Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von schriftlichen Produkten, darunter auch Zauberanweisungen. Sehr praktisch für die Beschwörung. Das haben wir doch schon längst gefunden. Mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Lalala. So. Grüß Gott. Ich darf nicht mit Ihnen reden. Okay. Komm ich wenigstens hier hinter? In ihr stilles Kämmerlein und sie ausrauben, junger Mann? Was bist denn du für eine Abscheulichkeit? Entschuldigung, ich will nur schauen, ob sie alles richtig sortiert haben. Mhm, ja, ja. Oh, was ist das? Akio, Repar. Lidioso. Lumos. Kann ich nichts machen? Eindeutig kann ich da nichts machen. So. So, ihre Kiste ist gut sortiert. Dankeschön und vielleicht bis nächste Woche. Schüttelü. Lalalalalalala. Ah, hier, Trinkspielchen. Hm, ich kann das auch. Was esst denn ihr da? Mhm. Was ist hier da? Haus- und Hofdealer. Revelio. Hundertprozentig. Na, 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 na. Da ist eine Buchseite. Kommt die zu mir? Nee. So. Kommen Sie, junge Frau. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Mhm. Ein Zauberstab. Natürlich, ja. Du wirst Mr. Ollivander mögen. Jeder. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Frag du nicht. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Mhm. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Ja, dann... Viel Spaß. Ja, danke. Wir sehen uns später. Schüttelü. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte. Interessenpunkte, so. Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Mach das auf jetzt. Alter Falter. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden und Interessenpunkte an. Du kannst sie verfolgen, indem du das Symbol... ja, ist klar. So, Ollivander brauchen wir, hast du gesagt, ne? Das sieht hier danach aus. Nee, Tierwesenbedarf? Nein. Brauche dein Zauberstab-Dingens da. Oh, ein Feuerwerk für mich.
Jetzt gibt es erstmal einen schönen Zauberstab, ja? Kätzchen, Kätzchen. Ja. Mhm. Du bist ein schönes Mädchen. So. Ja. Atschi. Ist das hier, wo ich hin muss? Ja. Grüß Gott, Olli. Bei Merlins prächtigem Bart. Ja? Nicht schon wieder. Ich habe schon das Geld für den Zauberstab gefunden. Oh, Minibar hast du auch? Oh. Das ist gut hier. Hier gefällt es mir jetzt schon. Revelio. So. Kundschaft, hallo. Das hören wir uns doch mal an jetzt. Klingelingeling. Ich hab's kaputt gemacht. Sie sind es. Mr. Potter. Einen Moment bitte. Jo, gerne. Ich hab Zeit. Ich hab ja da nichts zu tun. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja. Höchste Zeit? Natürlich. Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ja, verständlich. Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Nee. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Nee. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Mhm. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Bitte darum. Nein, du nicht. Doch. Ja, der ist schön. Genau, ja. Den will ich haben. Den grünen, jawohl. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Ja. Könnte gehen. Ja. Hier, ja. Probieren Sie den. Hm. Na los. Oh, Schwesnert. Witschen und wedeln. Nee, das ist kaputt. Hm, seltsam. Nochmal, na los. Hm. Schwenken Sie richtig. Ja, ist ja bei Wisch bestellt, ne? Ah. Ja, der passt, der ist gut, den nehme ich. Danke, einpacken, mitnehmen. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Was? Ich dachte jetzt gerade. Wir finden schon etwas für Sie. Nimm doch den da hinten. Nein. Du nicht. Ja, den. Ah. Hm. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Mhm. Probieren Sie diesen aus. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Mhm. Wo bist du? Gib mir einfach alle. Ah. Ja. Da bist du. Schon wieder grüner? Der Richtige sein. Hauptsache, er macht einen Haufen Krach. Hier, nehmen Sie. Gib schon her, das Ding. Ja. Schön. Ein neuer Zauberstab soll es sein. Einer mit unbegrenzter Macht. Sie zu knechten und zu unterwerfen. Spirale, Aschbraun, Holzart, Pappel. Königsfeder. Flexibilität spröde, 13 Zoll. Oh ne, spröde ist nix. So, was haben wir hier? Ah, achso, das muss ich also nehmen. Ja, da komme ich nicht rundherum. Okay, dann hier kann man sich auch ein bisschen was aussuchen. Faszinierend. Ja, sag ich dir. Das sieht ja aus wie eine alte Enten, wie ein alter Gänsefuß. Nee. Wirklich interessant. Na, den finde ich schön hier. Der ist schön. Was haben wir hier noch? Variationen. Oh, ein schwarzer Zauberstab. Faszinierend. Auch faszinierend, absolut. Okay, haben wir das? Schwarz finde ich schon gut. Ne? Oh, Holzart Pappel. Was haben wir hier? Lorbeer, Tanne, Zypresse, Zeder. Akazie. Schwarzdorn. Silberlinde, Fichte, Weinrebe, Walnuss, Weide, Eibe. Hier, pass auf, wir nehmen Schwarzdorn. Wirklich interessant.
Es kommt ja meist nicht auf die Größe an. Okay, ich... 3/4. 9 3/4 gibt es doch auch, oder? Wie das... Das ist zu kurz. Ich brauche einen langen. Ich brauche einen langen, Jungs. Faszinierend. Ja? Hart, solide, steif, starr, unnachgiebig, leicht nachgiebig, überraschend geschmeidig. Oh, so wie ich. Sehr flexibel. Das klingt wirklich gut. Wirklich interessant. So, was haben wir hier noch? Oh, Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Okay. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder des Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Das will ich haben. Die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Bitte, bitte, bitte eintüten. Was meinen Sie? Herrlich, ich bin zufrieden. Ja. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Juhu. Verwandle dich jetzt in einen Hasen. Na, wie hat sich das angefühlt? Ich. Gut, anders. Mhm. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Oh ja. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Sehr gut. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Ja. Die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Natürlich. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Danke. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, hast du noch einen Zauberstab für mich? Was hast denn du? Ach so. Ich schreibst du die Rechnung? Schreibst du? Nee, die Rechnung geht an Hogwarts. Die bezahle ich doch nicht hier. Darf ich hier durchgehen? Nein, darf ich hier gar nichts machen. Ah... So, na gut, Tschüssikowski bis dann Iwanski und Irgendwanski. So, besuche Wälzer und Schriftrollen. Wälzer und Schriftrollen, wo haben wir denn das? Wälzer und Schriftrollen. Das sieht gut aus. Lal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 a. Ah, was ist denn das da? Ein Wesen für mich? Ich habe Geld gefunden und geklaut von dir. Was ist mit dir? Hast du Bauchschmerzen? Hast du Bibi gemacht? Ja, dann nehme ich mir die... Was? Ja? Ja? Hoppala. War ich das? Du kleine Lusche. Levioso. Lalala. Ja, ihr bist so unglücklich. Das sieht ein bisschen aus wie Prinz Charles, ne? König Charles, Entschuldigung. Ja? Hier hat einer gestöhnt. Ja, das ist ja schön hier. Was haben wir denn hier? Hier darf ich noch nicht rein. Oh, hier. Lungern verboten, mein Freund. Lalalalalala. Darf ich Ihnen zur Hand gehen? Levioso! Du bist ja praktisch veranlagt. Lalalalalalalala. Hier muss ich rein. War ich doch vorhin schon mal drin. Warum hast du nicht zu... Ja? Geist. Das bin ich, richtig. Lass mich doch noch mal in deine Truhe gucken, ob du da vielleicht irgendwas, ne, Verdächtiges aufbewahrst, mein Herr. Oh, schon offen. Hm, na gut. Dann wohl nicht. So, ich soll zu Ihnen kommen? Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Ja. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Mhm. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown.
Dann Servus. Hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Was? Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Okay, gekauft. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben damit. Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Bitte. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ja, ja. Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Ja. Wann man will. Schnaps und ein Bier. Ne, kann man alles brauen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Oh, was haben wir denn? Ich habe Geld. 315. Pflanztisch mit kleinem Topf. Kleine Tränkestation. Och, die kosten ja nichts. Ja komm, sacke ein, komm. Das will ich auch, ja, komm. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars. Ja, du geldgeiler Sack. Sag mal, was ist das? Das ist Wucher. Was habe ich hier? Verkauf den Käse, was ist denn das hier? Dieser Mosaikumhang, der ist ja so hässlich. Den Lederschieber haue ich auch weg. Die Brille braucht kein Mensch. Wie ist denn das, wenn ich das... Habe ich doch... Schafspelz-Wintermütze. Moment. Hab doch hier irgendwie... Ausrüstung. Da. Die Wintermütze, genau. Plus 6. Das ist, so ist doch besser, oder? Hm? Jetzt fühlst du dich doch gleich viel wohler. Ja. So, ich muss nochmal mit Ihnen Schauen reden. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, dann habe ich das Ding, kann ich ja hier verscherbeln. Ich glaube, das habe ich an, oder? Weg damit. Weg damit. Lalalalal. Kann ich den auch verkaufen oder ist der dann weg? So, 705. Da kann ich mir natürlich nichts leisten hier, ne? In deinem... Ist das? Ach so, mit den kleinen Töpfchen. Da kommen wir später nochmal her. So. Habe ich jetzt wirklich alles, ja? Ist das so, wie ich mir das denke? Jo, ist ja alles noch an. Mensch, ist da alles jod. So, Herausforderung. Ich hatte doch schon irgendetwas fertig hier. Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Nicht. Handbuchseiten. Eine hässliche Brille. Hütchen. Haben wir schon. Okay. Lalala, hier ist nichts Neues. Inventar. Ah, hier schau. Hier ist das Zeug drin. Okay. Gut. Tschüssikowski. Bis irgendwann, Ski. So, wo soll ich jetzt hin? Pippins Zaubertränke. Party? Lal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 
Oh, was ist denn mit dir? Okay, was gibt's hier? Ah, Katze. Die Kitty Krauen, ja. Er hustet. Der Stadtausrufer. So, ich muss da hoch, ne? Und Ratte. Ich bin der Rattenfänger von Hogwarts. Wo ist die Ratte? Ratti, 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 Ratti. Oh, ein Äpfelchen. Mm. Ein lecker Keulchen und ein Bierchen. Jawohl, rein das Zeug. Mm. Oh, lecker, lecker, lecker. So. Soll ich hier Holz hacken? Oh, Entschuldigung. Hätte ich dem Mann fast den Scheitel gezogen. Kommt noch einer? Ja, ich helfe, wo ich kann. Entschuldigung. Du kleines, mieses... Oh. Hier gibt's Kohl für mich. Mag Kohl. Njam, 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 njam. Ich lass mich hier ablenken. Lass mich hier viel zu sehr ablenken. Was macht man denn mit hier? Wo ist er hin? Reparo. Da. Ach hier. Wo ist das Buch? Er damit. La 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 la. Bitte, was ist denn mit dir? Das ist ein Scheißjob, Junge. Such dir was Vernünftiges. Oh, hab ich's kaputt gemacht? Nö, gut. Guten Tag. Willkommen bei Jay Pippins. Ja. Ich muss erstmal deinen Laden plündern. Moment. Ah. Revelio. Revelio. Oh, das sieht gut aus. Das ist Absinth. Das ist Blue Curaçao. Was haben wir hier noch? Also den Laden, den übernehme ich. Oh, was war denn da? Ich habe was gesehen. Tut mir leid, Herr Pippin. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade und der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Meine Stimme ist heute kaputt. So. Ganz schlimm heute, ganz, ganz schlimm. So. Was haben wir hier noch? Ein Büchelchen. Oh, mit einer Schlange drauf. Ah. So, die Kasse bitte. Ich will nach Hause. Verzeihung, Sir. Ja? Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Doch, doch. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Ja. Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Ja. Tränke für jede Gelegenheit. Das wusste ich. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ja, bitte. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Ja. Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Dann viermal vernichten, bitte. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Oh, ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Mhm. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen.
Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Ja, ja. Kundenbindung nennt man sowas. Wie kann ich heute behilflich sein? Weißt du, du weißt doch, was ich will. Das Zeug hier. Mega Power Trankrezept. Oh. Ja, bitte einmal. Dann hätte ich gern den Edorus-Trank, das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Oh, das ist gut. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ich hab's immer eilig. Was haben wir denn hier alles? Oh. Spinnenfangzahn. Aber mein Kram kann ich ja nicht verchecken, oder? Hier kann ich nur kaufen. Oh, ist das teuer. Ich glaube, ich gehe ins Ränkegeschäft. Oh. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit erhöht. Oh. Unsichtbarkeitstrank. Naja, später vielleicht. Ich komme auf Sie zurück, junger Mann. So, kann ich hier was kochen für mich? Für die Schüler. Kann man doch drehen hier, oder? Akio! Levioso! Nee. So. Tschüssi! Hat Ihre Großmutter da oben? Die guckt aber streng. Am Sohl von ihr. So. Die magische Rübe. Jetzt gibt's endlich was zu saufen. Wo ist sie denn, die magische Rübe? Bist du das? Nee? Da ist sie. Was war das? Ja. Okidoki. Machten ihr da ihr Rotzlöffel? Hier. So, erledigt. So, da gehen wir mal hin in die Rübe. Tun uns da richtig ein hinter die Orgel drücken. Schäfchen. Kleine Schäfchen. Akio! Komm zu Daddy. Was habe ich denn jetzt geschafft? Okay. Ich habe das Schaf geschüttelt und dann kam eine Seite raus. Ich kann dich wohl nicht bedienen, nein. Ja? Entschuldigung. Levioso. Entschuldigung, ich... Lauf. Was hast denn du für eine lustige Mütze auf? Oh, jetzt gibt's hier aber Idee, was zu knallen. Oh, guten Tag. Was? Ja? Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der fünften. Richtig. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der fünften Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nö. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gern unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Was für Zeug? Dip-Tam-Samen? Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ich suche immer was Neues. Ja, dann muss ich das ja nehmen hier, ne? Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Samen der Schrumpelfeige, was macht man denn damit? Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Natti. Wer ist denn da? Achso. Weil hier werde ich meine Pilze auch nicht los, ne? Nee.
Ja, dann. Oh. Revelio. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Aha. So sieht er aber nicht aus. Lalalalalalalala. Was haben wir hier hinten noch? Hm, gibt es hier einen Hintereingang, den ich... Bekomme das Zeug doch einfach so mitnehmen, da bräuchte ich nichts kaufen. Oh, nicht gekriegt. Das schaffe ich schon noch irgendwann. Akio! Häschen, Häschen, du bist mein Häschen. Oh. Ich glaube, mein Zauberstab ist doch ein bisschen stärker als erwartet. So, ich treffe mich gleich mit Nettie am Dorfplatz und dann gehen wir uns richtig ein hinter die Tapete kleistern, Freunde. Und das gucken wir uns an in der nächsten Folge. Like und Abo nicht vergessen. Chirilü!